Hey Leute, ich bin's Fritz und willkommen auf dem Gear-Kanal. Heute gibt's mal ein ganz anderes Video, ein kleines Loadout. Und zwar bin ich gerade unterwegs und drehe ein ganz anderes Video eigentlich. Ich möchte einen geheimen Untergrund-Shelter bauen, inspiriert von den Fernspähern, die so Beobachtungsverstecke anlegen. Und genau, das werde ich gleich tun. Habe gerade ein kleines Loadout für das Video auch gedreht, wo ich aber nur einmal ganz schnell benannt habe, was ich dabei habe. Und ich dachte, warum nicht für den Gear-Kanal einfach einen kleinen Talk mitdrehen, einfach ungeschnitten hochladen, rough gefilmt, so als wären wir jetzt hier im Livestream. Und ich kann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, als in so einem Hauptkanal-Video. Ja, also das ist wirklich ein absolutes Gear-Video, was jetzt nur für die Gear-Freaks da draußen ist. Okay. Was habe ich mit dabei? Ich habe hier ein bisschen Hasendraht mit dabei. Das ist jetzt tatsächlich nur fürs Video, weil ich da eine Luke abtarnen möchte. Habe natürlich ein bisschen mit der Größe geguckt, dass es auch grün ist und nicht so reflektiert. Ist giermäßig nicht ganz so wichtig. Ich habe hier zwei Gewebeplane mit dabei. Einmal 2x3 Meter und einmal 3x4 Meter. Da kann man vielleicht noch dazu sagen, gerade für die Einsteiger, die sagen, ey, ich will mal draußen pennen, ich habe mal Bock vielleicht, soll ich mir einen Tarp kaufen? Kostet gleich 50 Euro, 100 Euro, Ultralight und hast nicht gesehen. Ihr könnt auch einfach zum Baumarkt gehen und euch eine 2x3 Meter Plane holen. Kostet, keine Ahnung, 6, 7 Euro oder sowas ganz grob. Vielleicht auch einen Zehner und da könnt ihr euch ausprobieren. Ist jetzt nicht super geil, es raschelt, aber es erfüllt seinen Zweck. Und um das Ganze mal auszutesten, eine coole Sache. Ich war damals in den Anfangsjahren ganz viel auch mit so einer Gewebeplane unterwegs. Nutze ich jetzt für meine Tour normalerweise nicht, weil ein Tarp natürlich schon geiler ist. Lässt sich besser verstauen, ist kleiner. Aber gerade für die Anfänger als kleiner Tipp, wenn ihr euch mal ausprobieren wollt, einfach Gewebeplane im Baumarkt holen. Ich habe hier ein bisschen Kleidung dabei. Mechanics-Handschuhe in Multicam hatte ich irgendwie noch rumliegen. Kleinen Karabiner trage ich die ganze Zeit hier hinten. Wenn ich dann doch mal Baumstämme schleppe und mir keine Splitter einfahren will oder beim Buddeln und so weiter. Auf die Kleidung können wir auch gleich nochmal eingehen. Ich habe hier von, ich benenne einfach mal die Marken. Wir sind ja auf dem Gear-Kanal. Ich habe hier von Clawgear ein Heavy Fleece dabei. Einfach falls heute Abend noch ein bisschen kälter wird. Ich habe die Carinthia Regenjacke mit dabei. Boah, wie heißt die? RPG oder so? Ich glaube, es gibt nur zwei Regenjacken. Hatte ich bei Seven vs. Wild Staffel 2, Staffel 3 mit dabei, ist meine neue Lieblings-Hardshell-Jacke, die ist geil. Die ist einfach, ich liebe die. Ist ordentlich preisintensiv, aber ich feiere die einfach. Kleines Cap von Helikon Tex, falls es doch ein bisschen wärmer werden sollte, weil jetzt gerade noch recht frisch. In Coyote, hatte ich in Afrika auch damals mit dabei, da habe ich mir so ein kleines Wüsten-Loadout zusammengestellt und da hat die ganz gut reingepasst. Wir haben einen Schlauchschal. Boah, das ist von, Merino sogar. Marke steht nicht mehr dran. Ich kann es euch leider nicht sagen. Habe ich irgendwann mal irgendwo anscheinend bestellt. Ist ein geiles Teil, schöne Farbe, passt auch zum Multicam. Ist mehr so ein Sand-Desert-Ton, kein Coyote. Aber kann ich euch leider nicht sagen, was es ist. Es ist auf jeden Fall Merino. Schlauchschal, auch multifunktionell. Dann habe ich ein paar dicke Socken. Habe ich mal auf Empfehlung, schöne Grüße gehen raus, von Backpacker Wilderness geholt. Ist kein Logo mehr drin. Keine Ahnung, sind die dicksten Wintersocken, die ich habe, nehme ich zum Schlafen für einen Schlafsack, weil ich immer kalte Füße kriege. Ist ein geiles Ding, wärmt schön. Und sind eigentlich Wintersocken. Aber habe ich mal mitgenommen, weil ich keinen Bock auf kalte Füße habe. Müsst ihr Gerhard mal anschreiben. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, woher die sind. Er hat mir damals, glaube ich, einen Link geschickt. Ich habe die einfach bestellt, fertig. Ist schon viele Jahre her. Dann habe ich einen Poncho in Multicam. Der ist gestern, glaube ich, angekommen. Ganz frisch. Ihr seht, ich habe mir ein kleines Multicam angehauchtes Loadout zusammengestellt, weil ich ein bisschen Bock auf Military Stuff habe. Was lässt sich dazu sagen? Keine Ahnung, habe ich seit gestern. Ganz normaler Poncho, Billig-Poncho, sage ich mal, ist jetzt nichts Besonderes. Ist, glaube ich, auch keine Marke oder so. Einfach bestellt, muss ich mal austesten, kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe hier drei Flaschen mit dabei. Zwei Feldflaschen und eine Nalgene, jeweils 1,1 Liter, wenn man es ganz voll füllt. Passen hier ganz gut in den Rucksack an der Seite rein, die Feldflaschen. Ich habe es meistens tatsächlich so auch auf den ganzen letzten Touren weltweit immer so gehabt. Da hatte ich allerdings den Osprey Kestrel dabei und nicht den Raid Pack von Tasmanian Tiger. Ich habe die mal in den Seitentaschen und das kann man ja auch richtig geil reinmachen. Hier, bopp. Und dann kommt man halt auch schnell ran. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit von einer Trinkblase, hat alles Vor- und Nachteile. So eine Feldflasche ist halt einfach robust, da geht nichts kaputt. Trinkblase ist mir öfter schon mal kaputt gegangen, ausgelaufen, undicht, dann läuft das in den Schlafsack rein. Ich nutze Trinkblasen tatsächlich schon auch sehr gerne, aber nicht so in dem
militärisch angehauchten Loadout, sag ich mal. Ja, wenn es eher ein bisschen sportlicher ist mit dem Trailrunning-Rucksack schon. Und ja, gibt es nicht viel zu sagen. Sind zwei Neji, nee, das ist eine Neji-Flasche hier, ein Liter. Das andere sind zwei klassische Feldflaschen. Ja, keine Ahnung, kann ich nicht viel zu sagen. Das hier ist ein Topf. Ich kenne die Marke wieder nicht. Keine Ahnung, habe ich mir irgendwann mal bestellt. Aus Titan. Ich wollte gar nicht Titan. Ich wollte eigentlich Edelstahl, gab es aber nicht, weil ich wollte einen Nierenbecher, der in die Feldflasche reinpasst, aber, und das ist jetzt die Besonderheit, so einen Henkel hat, damit ich halt einfach mit einer kleinen Vorrichtung mir mein Wasser, mein Essen entspannt überm Feuer irgendwie basteln kann, verstellen kann und so weiter. 99% der Nierenbecher haben einfach nur diese zwei Henkel. Naja, dann stellst du das da rein, dann erstickst du das Feuer, dann fällt das um, dann ist das heiß, dann kannst du das nicht anfassen. Ist alles scheiße. Ich finde die Variante, ist quasi wie so ein Big Pot von der Bundeswehr, allerdings wie gesagt in Titan, finde ich geiler. Und dann noch die Variante, dass das hier fittet, wenn man sehr minimalistisch unterwegs sein will. Geile Geschichte, schon schön schwarz angerußt. Ich habe tatsächlich in dem Fall jetzt hier eine kleine Tasche mit dabei, wo ich das Ganze perfekt reinpacken kann, ist von Tasmanian Tiger, so eine Organizer-Tasche. Und kleiner Nachteil, ich kriege den mit dem Becher hier nicht so richtig geil an die Seite rein. Deswegen habe ich das quasi als Mini-Kochset im Rucksack drin, in der Tasche und habe dann den Hohlraum aber aufgefüllt mit meinem Esprit-Kocher und dem ganzen anderen Stuff. So ein bisschen Kleinkram. Da gibt es auch noch einen Deckel für, da gab es auch noch so eine Halterung für, dass du da einen Trangia drunter stellen kannst und so weiter. Ich wollte es aber ziemlich simpel haben, jetzt auch hier. So viel wie nötig, so wenig wie möglich versuche ich immer mitzunehmen. Ne? Also hier, kleiner Kochtopf. Ich klemme das mal hier so drunter. Ja, ganz simpel. Esprit-Kocher, brauche ich nicht viel zu sagen. Kann man aufklappen. Ist halt so Brennstofftabletten. Ich habe hier noch ein bisschen Alufolie drin, damit ich mir so einen Windschutz bauen kann. Kann man aber auch mit einem Stück Holz, ein paar Steinen, irgendwie sowas. Oder mit einem Klappspaten rumstellen. Ja. Warum habe ich den mit? Weil, kommen wir später noch dazu, ich hier ein MRE habe und ich tatsächlich nicht weiß, ob ich irgendwas aufkochen muss. Ob hier vielleicht noch ein Tee drin ist oder so. Ich habe den mal als Backup mitgenommen für die kleine Session jetzt hier. Ich habe ein stinknormales Big-Feuerzeug in schwarz mit ordentlich Panzertape drumherum. Ja. Diesmal also auch kein Feuerstahl oder sowas dabei. Damit kann ich ein Esbit anzünden, damit kann ich ein Feuer machen, damit kann ich etwas notdürftig reparieren, fixieren. Ich habe ein wenig Paracord dabei, so eine Handvoll. Keine Ahnung, 6, 7, 8 Meter vielleicht. Vielleicht sind es auch 10. In verschiedenen Längen. Ich habe etwas Draht. Ich glaube, das ist so eine Stolperdrahtrolle von der Bundeswehr. Brauche ich jetzt aber an dich für das Bauprojekt, weil ich den Hasendraht da später fixieren möchte. Habe ich noch mitgenommen. Hier ein kleiner Göffel, also Löffel und Gabel in einem aus Titan. Ist tatsächlich ein Merchandise-Artikel von mir jetzt hier persönlich. Ja, geiles Ding. Schön klein. Original Bundeswehr Klappspaten. Mit dem werde ich gleich ein massives Loch ausheben. Seht ihr auf dem Hauptkanal. Ja, mit dem ich, in dem ich dann übernachten möchte. Ja, einen kleinen Untergrund, ein geheimes Versteck quasi bauen. Genau, das ist die Geschichte. Dann habe ich hier ein bisschen was Selfmade-mäßig gemacht. Und zwar sind das ja, so kleine Dosen, Pillendosen, Aufbewahrungsdosen, keine Ahnung, wie die sich schimpfen. Die habe ich gefüllt mit einem Teelicht. Das ist, ja, da habe ich den Docht rausgemacht, das Wachs geschmolzen, neu eingegossen, trocknen lassen und so weiter. Da habe ich ein bisschen gebastelt und habe das dann auch noch lackiert in so einem khakifarbenen Ton. Und das Coole ist, ich habe damit ein Teelicht, aber kann das Ganze halt auch einfach dicht machen, verschließen. Das kann ein Rucksack, selbst wenn das vielleicht noch ein bisschen flüssig sein sollte, kann man das gut verstauen. Habe ich noch nie ausprobiert, habe ich jetzt erstmal mit dabei, habe ich damals eigentlich für den Dschungel gebaut, aber tatsächlich gar nicht benutzt. Jetzt ist die Idee da, quasi das Versteck unten auszuleuchten, um so ein kleines Licht zu haben, um etwas da drin zu sehen. Kopflampe, Taktica RGB von Petzl. Das sind auch die Kopflampen, die wir bei Seven Rose Wild dabei hatten. Ja, AAA-Batterie und ja, schöne Farbe. RGB sagt schon, rot, grün, blau kann man einstellen, weiß und so weiter. Nutze ich auch schon seit Jahren. Das ist eine schöne Lampe. Wir machen oben erstmal beim Werkzeug eigentlich weiter. Wir haben eine Silky, das ist die Gumboy 240 mm. Also eine schöne, ordentliche Säge. Ja, auch in einem ja, eher gedeckten Ton. Dann haben wir ein Messer mit dabei. Das könnt ihr euch gerne schon mal kurz ein wenig angucken. Dazu sage ich mal noch nichts, außer es ist ein Prototyp und vielleicht kommt da was. Ja.
Ich verrate mal noch nicht mehr. So wie ihr es jetzt hier seht, ist es noch lange nicht fertig. Ich teste gerade ein bisschen rum, deswegen habe ich es auch hier mit dabei. Und ja, die Erfahrungen fließen dann rein. Da wird das Ganze ja noch mal ein bisschen optimiert, angepasst. Und dann kommt das vielleicht auf den Markt. Schauen wir mal. Ich habe noch ein Multitool mit. Das habe ich ja auch auf dem Gear-Kanal als letztes vorgestellt. Leatherman Robin. Und ja, um einfach den Draht abzuzwacken, um ein bisschen was zu basteln in dem Fall. Erste-Hilfe-Set gehe ich jetzt nicht drauf ein, was hier alles drin ist. Es wäre gefühlt ein komplettes Extra-Video. Und ansonsten ist ja auch noch ein Pillencase drin mit ein bisschen, ja, alles mögliche. Kleine Reiseapotheke, nennen wir es mal so. Wir haben einen MRE mit dabei, und zwar Nummer 10. Chili and Macaroni hat, soweit ich weiß, 1250 Kalorien. Einfach mal zum Austesten. Wir haben die Bundeswehr-Faltisomatte, die liegt hier drunter. Wir haben hier drin, möchte ich jetzt eigentlich ungern auspacken. Ich blende euch vielleicht ein paar Bilder ein, dann aus dem Hauptkanalvideo oder irgendwie sowas. Oder mache ich es auf? Ah, wir sind ja auch auf dem Gear-Kanal, ne? Komm, scheiß drauf. Ja, die paar Minuten habe ich ja auch noch. Komm, ich pack's aus. Für euch. Exklusiv. Gibt's auf dem Hauptkanal nicht. Da habe ich es drin gelassen. Ja. Nils Holgersson fliegt auch davon hier. Also, weil wir ja doch ein paar Worte besprechen müssen. Das hier ist in Multicam Black das Tactical Sleeping System von Carinthia. Ja, kostet alles wieder eine Stange Geld, aber das muss im Endeffekt jeder selber entscheiden. In dem Fall, oder was ist das TSS? Das TSS, Tactical Sleeping System, sind zwei Schlafsäcke, die man miteinander verknüpfen kann. Ja, die sind, kann mal kurz aufmachen, dass ihr es seht. Habe ich mittlerweile weltweit benutzt, das Ding. Ne? Also das ist hier nicht neu, das habe ich schon seit geraumer Zeit im Einsatz. Hier sind so Clips dran zum Verbinden und ihr merkt schon zwei Reißverschlüsse. Wir haben einen Inner-Schlafsack und einen Outer-Schlafsack. Das heißt, wir können somit fast alles abdecken, je nachdem wie kälteempfindlich man ist. Man hat quasi einen, ich sag mal, ja, normalen Schlafsack. Ich sag gleich nochmal ein paar Erfahrungswerte von mir. Der Inner, das ist der normale Schlafsack. Dann hat man einen Outer. Dieser Outer ist eher der Sommerschlafsack. Und diesen Outer kann man außenrum rumziehen und dann hat man quasi einen dickeren Schlafsack. Ich habe es tatsächlich so gemacht, kleiner Tipp auch von mir. Wenn ihr draußen schlaft, am nächsten Morgen, ja, schreibt ihr Folgendes auf. Ich habe mir da eine Notiz für angelegt. Und das kann ich euch nur empfehlen, auch ein kleiner Insider-Tipp jetzt hier nochmal auf dem Gear-Kanal. Ja, wir gehen ja hier in die Tiefe. Es geht nicht darum, jetzt hier das Produkt von A bis Z vorzustellen, wie es in der Videobeschreibung steht, sondern auch um, ja, Erfahrungswerte mit euch zu teilen, ja, mit der Outdoor-Gear-Community. Also, pass auf, wir haben hier eine Notiz von mir und die Notiz heißt Outdoor-Schlafen. Ja, hier steht immer erstmal, wo ich war. Als Beispiel Thüringen in den Anden, in der Nähe von Magdeburg, in Berlin und so weiter. Das habe ich immer aufgeschrieben, wo ich war. Dann habe ich aufgeschrieben, weil ich das mit der Uhr tracken kann. Das ist übrigens, weil es auch viele nachfragen, die Garmin Tactics. Delta Tactics? Boah, jetzt laber ich scheiße. Ich komme von einem ins nächste. Das ist die, doch, Delta Solar Tactics. Die mache ich in der Nacht ab und somit kann ich die Temperatur tracken, weil das quasi immer die letzten 4 Stunden aufzeichnet. Dadurch weiß ich, wie warm es war. Schreibe ich dann auf, zum Beispiel 9 Grad, minus 1, minus 4, minus 2, 7 Grad, 16 Grad und so weiter. Dann schreibe ich auf was für einer Höhe ich geschlafen habe, falls ich in den Bergen war. Hier zum Beispiel 2220 Meter, 3550 Meter in den Anden. Dann schreibe ich die Luftfeuchtigkeit auf. Das ist allerdings ein Gefühlswert, muss man ehrlich sagen. Ja, war es eine sehr, sehr klamme Nacht, war es komplett eine furztrockene. Ja, also es geht nicht darum, es geht eher, haben wir 0, haben wir 50, haben wir 100 so gefühlt. Also hoch, niedrig, mittel könnte man aufschreiben, um da ein Gefühl zu verkriegen. Dann schreibe ich drauf, was war mein Shelter? Also zum Beispiel Observer, Tarp, Zelt und so weiter. Dann schreibe ich auf, was für eine Isomatte ich hatte, welchen Schlafsack ich benutzt habe, was für Klamotten ich anhatte, also T-Shirt, Schlüppi, eine Jacke und so weiter. Und dann schreibe ich auf, wie ich geschlafen habe. Also sehr gut, gut, beschissen und so weiter. Und dadurch kriege ich ein Gefühl, sorry, dass ich jetzt abdrifte, aber vielleicht ganz spannend für euch, dadurch kriege ich ein Gefühl dafür, ja, was brauche ich wie für Ausrüstung. Ja? Und kann dann gucken, okay, Wetterbericht sagt, ist irgendwie so herbstliche Stimmung, wir werden so um die 0 Grad haben, kann ich gucken, ah, okay, da war ich da und da, Luftfeuchtigkeit 50%, wir hatten so 0 Grad, ich habe gut geschlafen, was hatte ich denn dabei? So, das ist so die Intention. So, und jetzt meine aktuellen Erfahrungswerte von, keine Ahnung, den letzten 10 Nächten, die ich ja getrackt habe. Das Komplettsystem
habe ich bisher gut geschlafen. Natürlich vielleicht auch mal mit einem Vlies an oder sowas. Oder nur Schlippi, wie auch immer. TSS komplett gut geschlafen. Beide Schlafsäcke zusammen. Minus 4 bis minus 2. Das ist eine Range. Die andere Range, die ich mir notiert habe, ist 7 bis 9 Grad. Da habe ich nur den Innerschlafsack benutzt. Und den Outer-Schlafsack habe ich bei 16 Grad benutzt. So, das sind so diese Richtwerte in den Bereichen, wo ich geschlafen habe. Und und wo ich auch gut geschlafen habe. Heute Nacht soll es ungefähr 3 Grad werden. Das heißt, ich habe mich fürs Komplettsystem entschieden. Werde wieder eine neue Erfahrung sammeln, trage das wieder ein und weiß beim nächsten Mal mehr. So, viel zum Thema Schlafsack. Der soll hier natürlich nicht nass werden. Was haben wir noch dabei? Biwaksack der Bundeswehr, ist ja auch von Carinthia. Der ganz normale, kein Observer, kein Gestänge, sondern der stinknormale Biwaksack aus Gore-Tex. Wegen ein bisschen atmungsaktiv und so weiter, habe ich hier in so einem anderen Packsack. Nee, Gewicht weiß ich gerade nicht. Keine Ahnung. Müsst ihr mal selber nachgucken. Isomatte. Thermarest Neo RX Therm habe ich seit gefühlt 8 Jahren. Gibt es schon wieder zig Modelle drüber. Wurde schon zweimal gepflegt. Ist in einem entspannten Grauton. Und das Ding war schon wirklich... Ich glaube, das ist der älteste Artikel von allen hier. War schon überall. Genau. Ich habe ein bisschen Technik dabei. Das ist aber jetzt irrelevant. Powerbank, Ladekabel, Kamera. Ich filme mit der GoPro Hero 12, ganz frisch, neu gekauft. Ein paar Ersatzakkus. Ich habe hier ein Tasmanian Tiger Raincover in Multicam in L. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ich glaube, da hinten ist gerade ein Baum umgefallen. Okay. Genau. Passt perfekt für den Raid Pack. Allerdings nur, wenn ich außen nichts dran habe. Ich hatte jetzt hier die Folie und den Hasendraht dran, dann ist das zu voluminös. Und dann haben wir hier den TT Raid Pack. MK3 müsste das sein, in Oliv. Gibt es, glaube ich, auch extra Videos von mir dazu. Ist ein geiler Rucksack, ungefähr 50 Liter. Für lange Touren würde ich ihn nicht nehmen. Aufgrund des Gewichtes. Ist robust, ist militärisch, ist hier mit Molle schlaufen und so weiter. Ist alles geil, wenn ich mal ein bisschen unterwegs bin, wenn ich ein bisschen im Wald, wenn ich viel tragen will, wenn ich Buschkraften gehe. Okay, mache ich richtig Strecke, mache ich 30, 40, 50 Kilometer am Tag, ist es mir ein Schnuff zu schwer. Ja? Gehe ich irgendwo durch den Dschungel, keine Ahnung, in Papua, in Französisch-Guyana, ist das nicht meine Wahl. Ja? Weil es mir einfach dann zu... Da kommt es mir aufs Gewicht drauf an. Aber da habe ich gefühlt auch von dem ganzen Kram kaum was dabei. Hier geht es wirklich jetzt um Bushcraften, einfach robuste Sachen dabei haben. Ich will nicht zu sehr auf den Rucksack drauf eingehen. Da könnt ihr euch Reviews zu angucken, welche Tasche jetzt wo wie ist. Für mich ist es ein geiler, stabiler Rucksack. Ist für mich aber kein Wanderrucksack, wie gesagt, den ich auf langen, langen Touren nutze, sondern den ich halt zum Bushcraft nehme. Survival, wenn ich am Tag 1, 2, 3 Stunden laufe, dann ist das alles okay. Wenn ich mich auch ein bisschen quälen will, ist das auch okay. Sehr zufrieden. Geiles Ding. Gut, ich glaube, ich bin auf alles eingegangen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Es war jetzt mal ganz was anderes. Es war komplett spontan gerade überlegt, ausprobiert. Es ist ein One-Taker. Es ist nicht geschnitten. Es ist einfach ein bisschen mehr über eigene Erfahrungswerte. Es ist nicht krass gefilmt. Es ist das komplette Gegenteil zu den Gear-Videos, die ja sonst auf dem Kanal kommen. Einfach ein bisschen erfrischend dahergequatscht. Kann man gefühlt als Podcast auch laufen lassen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob das was ist oder ob er sagt, nee, komm, lass die Scheiße. Komm, lass es. Gut, bis zum nächsten Mal. Gern auch den Gear-Kanal abonnieren. Tschüssi.